Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin's, euer Henri. Wir schauen hier auf die Frau unseres Großkönigs, John, Großkönigin Oster. Ja, und sie hat jetzt vor, mit ihrem Großkönig, ja, kann man sagen, einen Familienurlaub zu machen. Nein, sicherlich in der Form nicht, aber sie ist, wie wir wissen, eine religiöse Eiferin und ja, ich denke schon, dass sie als Ehefrau einen gewissen Einfluss doch auch auf ihren Ehemann hat und ja, ihm ein wenig in den Ohren liegt, dass es an der Zeit wird, dass er eben mal eine Pilgerreise macht. Er hätte das eben seit Antritt seiner Großkönigschaft noch nicht getan und von daher denke ich mal, es wird durchaus an der Zeit, dass die beiden vielleicht tatsächlich gemeinsam mal auf eine Pilgerreise gehen. Ist natürlich die Frage, wohin? Nach Sigtuna, das ist in Uppland in Schweden. Svealand, das ist im Moment. Ist das genau hier? Das ist in dänischer Hand. Paderborn, ja, das ist in wahrscheinlich katholischer oder orthodoxer Hand. Middelburg, das ist Seeland, das ist irgendwo hier. Oder Nidaros, das liegt bei uns hier in Stürzland oder Norwegen. Aber ich denke, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die beiden vielleicht nach Uppland reisen, nach Schweden, denn da kommt unsere Großkönigin her und ja, ich finde, das passt ganz gut, dass sie ihm vielleicht auch in dem Zuge, dass sie das mit einem Familienversuch, Besuch verbinden und sich dort gemeinsam auf den Weg machen, um hier in Schweden auch nochmal ihren Vater eben zu... Ich meine, es war ihr Vater, war es nicht? Doch, tatsächlich, natürlich war es ihr Vater, genau, ihren Vater zu besuchen. Also, macht euch mal auf den Weg. Als ich mich auf meine Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die himmlische Hand vor allem Unheil beschützen wird. Ich werde zwar nicht lange weg sein, doch ich bete dennoch, dass meinem Reich während meiner Abwesenheit nichts zustößt. Also, dann mal los. Ja, während hier jetzt noch einige Belagerer unterwegs sind. Es meldet sich unser Ratskanzler. Ich habe herausgefunden, dass Prinz Tokes ererbte Vasallenbande ihm auferlegen, mehr an euch zu zahlen, als ihr bisher eingefordert habt. Ja, das ist unser Sohn. Tja, hier erhöhte Steuern zu verlangen. Ja, irgendwo arrogant und eigenwillig kann man das schon machen, könnte ich nachvollziehen. Ja, beziehungsweise wir haben ja gar keine andere Wahl. Also wir können dieses Unrecht nur richtig stellen, wir können das gar nicht ablehnen. Ja, dann ist dem wohl so. Oh, und unser Großkönig hat sich verirrt. Ich hätte schwören können, dass das der richtige Weg ist. Weder mein Gefährten noch ich finden den Weg zurück zur Route unserer Pilgerreise. Orientieren wir uns nachts überhaupt an den Sternen? Es kommt mir vor, als hätten wir bereits Wochen vergeudet. Ja, ich denke, hier ist es tatsächlich. Also, arrogant wie er ist, wird er da niemanden fragen. Also, das kommt gar nicht in Frage, das einzuerkennen, dass er hier sich verirrt hat, den Weg nicht kennt. Also er ist sicher, es ist nur noch ein kleines Stück in eben diese Richtung. Und damit ist er verirrt. Das ist ein schwerer Gesundheitsmalus. Puh. Das ist nicht ohne. So, schauen wir mal. Hier seht ihr das Gotteshaus. Dahin sind unsere Styr unterwegs. So, und unsere Kultur hat eine Entdeckung gemacht. Das schauen wir uns gleich an. Erstmal ist unser Großkönig eben hier angekommen in diesem Gotteshaus. Hier seht ihr auch die Pilgerreise nach Sigtuna. Endlich bin ich hier mit Leib und Seele am großen Gotteshaus von Sigtuna. Als der Tempelgude mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten zu diesem Augenblick. Ja, und damit hat unser Großkönig den Heiligen Pfad beschritten. Und enge Verwandtschaft hat damit eine höhere Meinung von ihm. So, in Pelamerk sind die Schiffsbauer gebaut, das ist auch sehr gut.
Wir warten mal, bis unser Großkönig wieder zurückkehrt. Das ist jetzt der Fall. Meine Reise war lang gewesen, doch endlich kehre ich wieder heim. Obgleich ich vieles unverändert vorfinde, behandeln mich Goden und Tempelgoden doch ein wenig anders. Ich habe die Reise eines Frommen gemacht und sie bestehen darauf, dass etwas anders an mir sei, ob ich das nun selbst erkenne oder nicht. Ja, es ist schön, wieder zu Hause zu sein. So, Untertanen können erpresst werden, aber ich denke, da gibt es im Moment keinen Anlass zu. Wir wollten einmal hier auf die Kultur schauen. Plattenpanzer ist jetzt entdeckt worden. Eine gut gefertigte Vollplatte ist die höchste Form der Schutzwaffe. Sie verfügt über bewegliche Gelenke, was eine weitaus höhere Zahl an Manövern als frühere Rüstung ermöglicht. Und dabei ist sie auch noch so gut wie undurchdringbar für feindliche Waffen. Also schweres Fußvolk-Bonus und schwere Reiterei-Bonus, jeweils Zähigkeit plus 3. Also etwas, was unserem Kriegsvolk dient. So, und ansonsten setzt sich unser Großkönig noch mit der Verstädterung auseinander. Das ist eine, ja, noch etwas aus dem Hochmittelalter. Ja, ist auch in 9 Monaten entdeckt, also das dauert nicht mehr lange. Das, denke ich, schauen wir uns dann an, wenn diese Entdeckung gemacht worden ist. Und dann sind auch tatsächlich alle Entdeckungen aus dem Hochmittelalter, nee, aus dem, was ist es dann? Doch, aus dem Hochmittelalter, und dann sind wir im Spätmittelalter, genau. So, was macht hier der Krieg unseres Bruders? Oh, der ist entschieden. Ja, sehr gut. Und er scheint ihr dann auch diese Grafschaft hier abgenommen zu haben. Genau, er hat ihr das aberkannt. Sie ist jetzt im Gefängnis und damit ist unser Bruder hier eben, ja, Herzog und hat alle 3 Grafschaften für sich. Also damit sollte er ganz gut gefestigt sein. Oh, allerdings ist er einbeinig verwundet und hat schwer heilbare Wunden. Ei, das könnte hier schon, wenn es jetzt für ihn hier doof läuft, zu einer baldigen Erbschaft kommen. Wir pinnen ihn hier mal an, damit wir das mit im Auge behalten können. Und es gibt Vermächtnisse in Versform von unserem Cousin, dem neuen Bruder, dem neuen König von Gavariki. Er ist mit 11 Jahren schon ein Poet. Zeitvolle Erinnerung. Kein Mensch muss den letzten Abschied scheuen, solange etwas von ihm bleibt, um andere zu erfreuen. Und wenn dann ihre letzte Stunde naht, doch fragt euch, wird es so sein nach Jahr und Tag? Tja, ich denke, ein bisschen arrogant geht unser Großkönig davon aus, dass das hier von Herzen kommt. Also etwas anderes, als dass man ihm lobt, kann er sich, glaube ich, in seiner Arroganz auch gar nicht vorstellen. Und es gibt das nächste Gedicht von Graf Thorsten von Angermannland. Er ist allerdings ein schwedischer Vasall, gehört hier zum Herzogtum Norrland. Wenn Gedanken Gestalt annimmt, kein Mensch muss den letzten Abschied scheuen, solange etwas von ihm bleibt, um andere zu erfreuen. Hoffnung letztlich eine Gnade der Erinnerung ist. Wartet, dass die Geschichte nicht die Wahrheit frisst. Das hat er doch abgekupfert. So ein poetisches Werk hat unser Großkönig doch schon mal bekommen. Naja, aber auch hier, denke ich, wird er arrogant wieder davon ausgehen, dass das ihm nur wohlgesonnen sein kann. So, was haben wir hier Neues? Kriege will unser Großkönig erstmal nicht erklären. Die Zahlung hatten wir uns auch schon angeschaut. Die Gefangenen bleiben, wo sie sind. So, hier ist auch die Kontrolle bald wieder erhöht. So, das ist hier auch mittlerweile ganz gut wieder, ich sag mal, im Lot, die Einnahmen unseres Großkönigs. Wobei die, wenn ich mich nicht recht irre, auch schon mal höher waren bei vorherigen Großkönigen. Naja, aber das war wahrscheinlich die Zeit, wo England unter unserer Herrschaft stand. Streben in der Zwietracht. Ja, sie ist nicht so gut, auf unseren Großkönig zu sprechen, aber sie ist im Grunde auch, ich meine, was geht sie uns an? Sie ist nur eine englische Vasallin. Wut und Stürizlan. Kommt der rotgefiederte Krieg nun in ihr Land, wird er niemals finden, eine eifrige Hand. Ihre Untertanen sind dankbar, denn sind sie es nicht, sie werden lernen, wie man ein Reich schmiedet, rasch und geschickt. Ja, aber ich denke, das klingt doch so, als würde sie im Grunde hier die
Reichsreformen, die Neustrukturierung des Großkönigreiches, die unser Großkönig vornehmen musste, als würde sie das loben. Also auch das kann doch nur positiv gemeint sein. Was anderes kommt unserem Großkönig da, denke ich, gar nicht in den Sinn. Oh, und unsere Großkönigin ist ein weiteres Mal schwanger. Ja, ein Sohn, zwei Töchter haben die beiden schon und ja, trotz der Keuschheit unseres Großkönigs geht's da doch immer mal wieder voran. So, König Porphin, das schaut ihn nicht an, er ist ja auch eine wirklich tolle Gestalt. Er hat jetzt das Haus Styr Varnamo gegründet. Oh, er ist aber besessen und tatsächlich auch schon 50. Und sein Haupterbe sieht ja so richtig gut nicht aus. Ein paranoider Charakter, Prinz Porphin heißen jetzt aber alle so. Porphin, Porphin, Porphin. Oha. Porphin der Erste, Porphin der Zweite. Ach, nee, er ist schon Porphin der Zweite. Also Porphin der Zweite, Porphin der Dritte und er wird dann Porphin der Vierte sein. Also das offensichtlich ein sehr beliebter Name unter den Dänischen. So, und wir können einen weiteren Vormund auswählen, unsere Tochter Svanhild. Aber auch hier schauen wir natürlich zunächst einmal, was sie denn so als ihr natürliches Talent mitbringt. Und ich würfle eine 3, 1, 2, 3. Dann ist tatsächlich so das Thema Kriegsführung ihre Stärke. Ja, und auch sie, denke ich, wird ihre Mutter dann mit unterrichten. Scheunen und Speicher sind jetzt in Dalaborg gebaut und es gibt hier einen Bauernaufstand. Oh, gegen den im Kerker befindlichen Herzog. Naja, da sollte er aber mit zurechtkommen, auch wenn er selber natürlich hier nicht anführen kann. Und in Dalaborg sind Scheunen und Speicherhäuser gebaut. Hier gibt es noch wieder einige Hooks. Aldebrand. Ja, ich glaube, das ist ein uninteressantes Druckmittel. Ursig, ein baranischer, ascharitisch-gläubiger Moslem Butigaidas. Tja, auch eher uninteressant. Also das werden alles, und Arnfast ebenfalls, das werden alles irgendwelche Gefangenen sein, die mal hier im Kerker unseres Großkönigs waren. Es meldet sich Graf Hardegmut Haldorsson von Småland. Er ist unser Neffe und er möchte, dass unsere Tochter bei ihm zu Besuch ist. Ja, warum nicht? Soll sie zu dem Spieltreffen reisen, genauso wie Svanhild. Natürlich wird auch sie da sein. So, mehr Kontrolle in Vingulmörk ist erledigt. Dann wird es doch nochmal Zeit, hier durch die Besitztümer zu gehen. Vorbass ist kein Problem. Rückgebiet auch nicht, Oslo auch nicht, da waren wir gerade. Vorkavysk auch nicht, Lödöse auch nicht, Lekö, Kunspark und Dalaborg. Ja, Dalaborg ist tatsächlich noch ein Thema. Dann wird er dort die Aufgabe weiter fortsetzen. Puh, und ist damit einige Zeit dann tatsächlich noch beschäftigt. Und wer wurde hier gefangen genommen? König Dobrogost von Böhmen, dem König Herbert von Knittelfeld ist das gelungen. Schlacht um Geisenhausen. Damit dürfte auch hier ein Krieg beendet sein, oder? Nicht mal. Jurekrieg um das Herzogtum Salzburg. Hält er das nicht? Wahrscheinlich ist er nur als Verbündeter in diesem Krieg und deswegen sind das keine 100%. Ein Festmahl in Lübeck von Skofte. Ja, also da denke ich, einer mittlerweile unserer wichtigsten und bedeutendsten Vasallen. Das denke ich, wird unserem Großkönig tatsächlich ein Vergnügen sein, dorthin zu reisen. Eine herzliche Begrüßung, darauf freut er sich. Ja, ist doch schön, über den Winter hier am heißen Feuer zu sitzen. Oh, der Oberbürgermeister von Pite, auch er war schon mal bei uns im Gefängnis.
Der hilfesuchende Blick, den mir mein Vasall Kolbein zuwirft, er ist überhaupt nicht unser Vasall, wird zunehmend verzweifelter. Eine Gruppe Gäste nähert sich der Ecke, in der er sich schon den ganzen Abend versteckt, und die Wände vereiteln seine Flucht. Wie kann man sich als Oberbürgermeister nur so benehmen? Ja, wir werden die störenden Gäste ablenken, oder wir kommen hier einer Rivalität mit ihm näher. Tja, ich denke, irgendwo arrogant werden wir uns da doch auf die Seite der Menge der Gäste stellen. Also, Kolbein, erzähl uns eine Geschichte. So, unsere beiden Töchter sind wieder heimgekehrt. Sehr gut, hier ist das Druckmittel ausgelaufen. Oder die Druckmittel, besser gesagt. Es geht um getrübtes Urteilsvermögen. Als ich sehe, wie die Augen von Herzog Skofte bei meinen Worten weiten, wird mir klar, was ich da gerade über König Ragnar gesagt habe. Ich schiebe mühsam meinen Krug von mir. Ich hatte zu viel zu trinken. Mühsam versuche ich, mich aufzurichten. Glaubt mir kein Wort. Ei, jetzt haben wir Skofte hier über den Mord erzählt. Warum hat er eigentlich immer noch seinen Helm auf? Das müssen wir wohl mal bei Gelegenheit ändern. Ei, jetzt haben wir das Geheimnis unseres Bruders und Freundes verraten. Nämlich, dass er seine erste Frau hier, da wollte ich hin, die ehemalige Königin Thora, umgebracht hat. Das hatte uns ihr Vater erzählt. Heieiei, was haben wir getan? Und ein weiterer Sohn ist uns jetzt dann doch geboren worden. Ich denke, dort wird sich unsere Großkönigin dann auch wieder mit einem asatruischen Namen durchsetzen. Wobei ich Björn eigentlich vor allem gerade hier mit dem schönen norwegischen Ö eigentlich schön für ihn finde. Also möge so stark und weise werden, mein Sohn. Schauen wir uns mal an, den kleinen Björn. Und auch er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein kleiner Björn, denn auch er hat von seinem Vater leider, es ist ja eine Erbkrankheit, die sein Wachstum beeinträchtigt. Das hat er leider von seinem Vater geerbt. So, leb wohl, mein Ratsverwalter, wir kehren nach Hause zurück. Die Spuren von Frohsinn und Met müssen abgewaschen werden. Der Dienst für das Reich erwartet mich. Genau so sieht das aus. Ups, jetzt habe ich es weggeklickt, aber es war ein Verwaltungsvorzug, der nächste, den unser Großkönig wählen kann. Lohn der Angst oder an jeder Ecke Gold. Einnahme pro Anspannungsstufe. Ja, unter Anspannung leidet er so überhaupt nicht. Wählen wir Lohn der Angst und schauen mal, ist dort noch irgendwas an Schrecken vorhanden? Ja, doch, ein bisschen. Immerhin 16, aber das nimmt um 0,5 ab pro Monat. So, und jetzt ist die Verstädterung entdeckt und das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, sich das jetzt nochmal anzuschauen, was das Ganze denn bedeutet. Also die Verstädterung. Gemeinden errichten oder erreichen den maximalen Malus bestehende Entwicklung nun bei eben Entwicklung 55. Großstädte wie Rom, Byzanz und Delhi ragten lange als einzelne Beispiele für unnachahmliche Überbleibsel einer vergangenen Zeit heraus. Durch das Wachstum unserer Infrastruktur und unserer Bevölkerung haben wir endlich die Möglichkeit, neue Siedlungen aufzubauen, die es mit diesen uralten urbanen Zentren aufnehmen können. Okay, aber mehr bedeutet das nicht. Also nur Entwicklung. Ich meine, hier haben wir 29, da sind wir wirklich weit weg. Wir können nichts weiter bauen oder errichten. Oder dergleichen. Was fehlt uns denn hier? Kräne. Okay. Also um neue große Gebäude zu errichten, müssen wir Kräne kennen. Ja, es ist natürlich jetzt auch die Frage, womit setzt sich unser Großkönig auseinander? Was passt gut zu ihm und auch zu seiner Arroganz? Kriegsgrund de jure. Kann mehrere Ansprüche für einen anderen Charakter in einem Krieg durchsetzen. Hofbeamte. Domänenschwelle plus 1. Also Beamte hier einsetzen. Die Primogenitur. Tja. Ein Königreich, ein Erbe, ein Großkönigreich. Adel verpflichtet. Also, dass er sich jetzt um militärische
Innovationen kümmert, kann ich mir nicht ganz so vorstellen. Die Hermelin-Mäntel, ja, das passt zu seiner Arroganz irgendwo ein Stück weit, aber ja, mein Gott. Wechsel, Entwicklungszuwachs. Als Weiterentwicklung des frühen Bankwesens erlaubt es Wechselscheine auf Papier, unseren Bürgern Waren und Dienstleistungen schnell und sicher über große Entfernung zu handeln, ohne sich mit schwerem Bargeld abgeben zu müssen. Das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn wir bedenken, dass er eben ein kaufmännisches Genie ist. Ja, das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut und da kann ich mir vorstellen, dass das im wahrsten Sinne des Wortes sehr in seinem Interesse ist. Sehr gut, werden wir das tun. Wir können hier weitere Zahlungen verlangen. Von wem? Ist er neu dazugekommen? Graf Bord. Ja. Wir haben hier das Druckmittel gegen ihn. Er hat aber auch nur 61 Gold. Ja, ich weiß nicht, irgendwie so richtig passt das nicht. Ich denke, es ist dann doch an der Zeit, hier nochmal die Besitztümer auch durchzugeben. Beziehungsweise schauen wir zuallererst hier nach Oslo, denn das hat tatsächlich Potenzial, eine sehr reiche Domäne auch zu werden. Hier könnte auf jeden Fall nochmal eine Stadt gebaut werden. Und ich finde, diese Stadt passt ganz gut hier am Oslo-Fjord, das dort in Ski eine... Ja, vielleicht ist das Ziel hier unseres Großkönigs, irgendwo hier auch noch eine Handelsstadt zu errichten. Also das werden wir mal tun und hier diese Stadt entsprechend gründen. So, und jetzt ist es passiert. Dieser renitente Herzog ist jetzt verstorben in unserem Kerker. Und er hat jetzt geerbt. Dieser kleine Mann, Herzog Witosch. Auch er kann uns nicht wirklich leiden. Er verlangt den Titel Grafschaft Westisland. Ja, und er mag uns auch nicht, weil wir eben seinen Vater ins Verlies geworfen haben. War es sein Vater? Nein, sein Großvater. Er ist noch nicht irgendwo verlobt. Wäre das eine Möglichkeit, ihn hier auch nochmal irgendwie zu binden? Sollten wir uns nochmal überlegen, ob das eine gute Partie für unsere zweite Tochter wäre. Sie ist ja hier mit dem Sohn unseres guten Freundes Skofte verheiratet, aber unsere zweite Tochter ist noch nicht verheiratet und hier dieser junge Herzog ist vielleicht eine ganz gute Partie. Ach, ich denke, das wird unser Großkönig mal machen. Wir werden hier die Heirat arrangieren mit unserer Prinzessin Svanhild. Ja, sehr prestigeträchtig für beide. Matrilinear wird er sogar machen. Klar, er ist auch ein Styr im weitesten Sinne aus der Dynastie. Aber dann werden das hier wieder echte Styr sein. Dann werden wir das hier mal abschicken. Und sobald er dem Ganzen dann zustimmt, was jetzt der Fall ist, werden wir ihm, nein, nicht einen Titel vergeben. Das wäre dann doch zu viel, ein Vasall verleihen, aber das können wir eigentlich auch hier machen. Genau, diesen Grafen hier an ihn übertragen, so ein Stück weit als Verlobungsgeschenk. Also das werden wir tun und dann kann er uns auch schon deutlich besser leiden, auch wenn er polnischer Kultur ist, interessanterweise. So, und was gibt es jetzt hier für offenbarte Geheimnisse? Eine schändliche Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Vasall Bürgermeister Erland soll mit jemand aufs Heftige kopuliert haben. Seine Affäre Ingeborg war angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Solche Dinge dürfen außerhalb der Ehe nicht vorkommen. Oh, er ist aber eine wahre Schönheit. Und sie ist eine Styr Arlborg, eine Enkelin der Herzogin von Småland. Jo, verheiratet mit einem echten Styr, ja, der Radspitzel ist irgendwo, ansonsten aber unbedeutend. Ist er denn unser Vasall? Ja, ist er tatsächlich. Ja, sowas darf natürlich dann nicht ungesühnt bleiben. Und das ist jetzt das Gleiche, damit wissen wir, schaut es euch an, die kleine
Oh, umstrittene Abstammung, ja, das wissen wir jetzt. Obwohl es keine Möglichkeit gibt, dieses unanfechtbar zu beweisen, hat mein Vasall Bürgermeister Erlend Beweise vorgelegt, dass Ingjerd nicht die Tochter jener Person ist, die man bislang für ihren Vater hielt, mein Verwandter Trond. Jemand anderes ist für diese Zeugung verantwortlich, niemand anders als er. Er hat es offensichtlich selbst offenbart. Ingjerd trifft keine Schuld, doch könnte sie möglicherweise am meisten darunter leiden. Bürgermeister Erlend und Ingebjörg hingegen, ja, mir fehlen die Worte. Ja, er nimmt das Verlöbnis an und, tja, interessiert das unseren Großkönig? Ich bin mir da ehrlicherweise unsicher. Ja, sie ist eine echte Styr, aber sie ist mehr als unbedeutend. Ich glaube nicht, dass sich unser Großkönig darum kümmern wird. So, was war hier noch neu? Ja, der Bürgermeister kann jetzt hier wieder Lösegeld einbringen, aber ich denke, der wird erstmal eine Zeit lang dort bleiben, wo er ist. Gut, dann hat unser Großkönig sich jetzt ja auf eine Pilgerreise begeben, hat sich intensiver mit der Kultur auseinandergesetzt, um Gottes Willen, und jetzt der Tod in unserer Mitte. Nochmal ein tragischer Abschluss jetzt dieser Folge. Hell hielt grausige Ernte in meinem Reich. Ein Fall der schrecklichen Pest wurde entdeckt. Das unglückselige Opfer ist meine Verwandte Oster. Eieieiei. Eine Styr Seleia. Die Verderbnis, die von ihrem Fleisch Besitz ergreift, ist eine Gefahr für uns alle. Solange sie krank ist, sind alle bei Hofe in Gefahr. Ja, er isoliert sie und betet um Erlösung. Um Gottes Willen. Oh, und jetzt wird direkt hier dieser kleine Herzog angegriffen. Ernsthaft? Von dem Grafen, den wir gerade an ihn übertragen haben. Und der ist gar nicht mal so schwach. Und er hat keine externen Bündnisse. Ja, auch das ist eine Sache, die sich unser Großkönig anschauen muss. Ein Tyranneikrieg, das heißt, er würde abgesetzt werden und diese Dame hier würde erben. Ja, das kann definitiv nicht im Sinne unseres Großkönigs sein. Zumal er gerade seine Tochter hier mit diesem Herzog verlobt hat. Puh, so eine grusame Folge und jetzt zum Ende dann doch auf einmal wieder Diverses zu tun. Und da schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich freue mich wie gehabt und wie immer, wenn ihr auch dann wieder mit am Start seid und hier mit am Ball bleibt. Bis dahin, macht's gut, euer Henri.